ich gern sehen. Ori, 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 yeah. Andreas Gavalier sorgte beim Top of the Mountain Spring Concert 2024 für Stimmung. Wir sind jetzt seit dem Jahr 2012 mit meiner Band als Tournee- und Konzertact unterwegs. Und seitdem träumt man natürlich von diesen großen internationalen Auftritten. Und da war Ischgl natürlich auch immer ganz oben auf der Wunschliste. Und ich erinnere mich da natürlich an viele dieser Anfangsjahre ab 2012 zurück, wo es geheißen hat, da kommt uns keine Lederhosen auf. Und die haben immer gedacht, warum eigentlich nicht? Und das war so ein großer Wunschtraum immer. Ein Wunschtraum, der sich erfüllt hat. Sehr zur Freude der tausenden Fans. Und auch der erfolgsverwöhnte Musiker betrachtet das nicht als selbstverständlich. Ist schön, weil es ist auch etwas, worüber sich nicht alle Künstler freuen dürfen, ja ein Jahr aus überhaupt einmal auf Tour gehen zu dürfen, noch dazu in diesen schönen Dimensionen. Dort, wo wir das praktiziert haben, hat sich das einfach zu so einem großen Event-Urlaub für den Fankreis auch entwickelt. Und das genieße ich und das genießt auch das Team, die Mannschaft, speziell im ländlichen Raum ist das immer schön, weil die Leute ein bisschen runterkommen, dann ein bisschen wandern gehen und so weiter und so fort. Es ist ein Horn, da nur da bin ich der Horn. Die Wintersaison in Ischgl ist auch nach dem Top of the Mountain Spring Concert noch nicht Geschichte, sondern dauert noch bis Anfang Mai. Ich mach die Musi und den Kaisersport, da nur da bin ich.